Servus Leute, willkommen zu meiner Rezension von Coherent. Ja, heute mal in dieser Kulisse. Das ist hier mein kleines Fotostudio und ich bin hier mal umgezogen. In meiner Bude ist ein bisschen sehr warm gerade, deswegen bin ich hier mal ausgewichen. Mal schauen, vielleicht gefällt es mir und ich drehe Zukunft hier öfters mal eines meiner Videos. Ja, wir sind bei Coherent von Laura Newman. Ich habe es zuerst als E-Book gelesen. Das gute Taschenbuch ist ja erst diese Woche erschienen und soviel ich jetzt mitbekommen habe, wird auch das Hardcover, also recht zeitnah, irgendwie die nächste Woche, die nächsten Tage erscheinen. Das hole ich mir auch noch. Dann haben wir alles, was es so gibt. Ich lese euch mal kurz hinten den Buchrücken vor. Ob Smartphone, Tablet oder Computer, über das Internet leben, lieben und kommunizieren wir. Was aber, wenn wir keine Geräte mehr bräuchten, um online zu sein? Was würdest du tun? Genau diese Erfahrung macht die 17-jährige Sophie und gerät schnell in einen rasanten Strudel aus Angst, Faszination und Gejagt von einer geheimnisvollen Organisation begibt sie sich auf eine abenteuerliche Flucht quer über den Globus. Zusammen mit dem smarten Franzosen Jean setzt Sophie alles daran, dem Ursprung ihrer Fähigkeiten und dem Rätsel um ihre Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Ja, um was geht's? Ich nenne es mal Hauptprotagonistin. In diesem Buch, denke ich mal, ist die Sophie. Wir haben aber noch zwei weitere Protagonisten, aus deren Sicht hier erzählt wird. Und zwar den hier schon erwähnten Franzosen Jean. Ja, und einen etwas, einen Ex-FBI-Agenten, der mittlerweile bei einer ganz dubiosen, die hier auch schon erwähnt wurde, geheimnisvollen Organisation arbeitet. Der heißt Lama Bishop. Bishop, genau. Die 17-jährige Sophie ist ein vor kurzem verwaistes 17-jähriges Mädchen, dessen Eltern bei einem Autounfall ins Leben gekommen sind und die jetzt feststellen muss, nachdem die Schule nach den Sommerferien wieder begonnen hat, dass sie und ihre Mutter oder ihre Eltern sie für einen Schüleraustausch angemeldet haben in dem kommenden Schuljahr und der Schüleraustausch, der führt die Sophie nach Frankreich, wo sie ja dann eben auch manchen Franzosen, unter anderem eben diesen Jean, kennenlernt. Tja, was ist nur an Sophie so besonders? Ja, wie hier auch schon erwähnt wurde, sie bemerkt plötzlich, dass sie rein mit dem mit ihrem ja der Macht ihrer Gedanken, mit ihrem Geist sich mit Netzwerken, mit Internetnetzwerken verbinden kann und auf fremde Handys plötzlich zugreifen kann oder auf fremde Computer. Und sie ist da ziemlich verwirrt, weil sie keine Ahnung hat, ja, was sie jetzt zu dieser Fähigkeit, wo die Fähigkeit herkommt. Das ist sehr dubios.
Und da spielt natürlich dann auch diese geheime Organisation, dieser Lama Bishop angehört, eine Rolle. Und ja, was da noch so alles passiert, mit diesem Jean Remy in Frankreich und wie so die ganze Geschichte auch noch in den früheren Ostblock führt. Und ja, das will ich euch jetzt gar nicht so erzählen. Tja, kommen wir mal zum Buch. Wie fand ich das Buch? Der Einstieg war easy, super easy. Das ist kein so ein Bang, wo dann gleich so volle Lotte die Story losgeht, sondern das geht schön langsam los. Du lernst so die Sophie und das, was ihr so passiert ist, ganz gemütlich kennen, und es steigert sich dann so langsam. Was mir auch sehr gut gefallen hat, das ist so, als dann Sophie als Schülerin mit dem Schüleraustausch nach Frankreich reist, die Beschreibung der ganzen Orte, das war echt richtig toll. Ich weiß ja, die Laura Newman, die Autorin, die hat ja auch in der Gegend letztes Jahr recherchiert, war da im Urlaub, und ja, dementsprechend, das merkt man schon, dass da gewisser Hintergrund ist. Der Schreibstil von Laura, den finde ich sowieso fantastisch. Manchen Leuten liegt einfach so beim Lesen ein gewisser Schreibstil, manchen nicht so. Das ist immer mal unterschiedlich. Aber mir jedenfalls der Schreibstil von Laura Newman, ich finde den echt klasse. Also richtig genial, stellenweise. Muss ich schon wieder so mal klatschen, weil das sind schon echt ein paar richtig krass geile Stellen dabei. Mit so schönem Humor. Und es gibt auch wieder, mir ist es bei Nachtsonne auch aufgefallen, da wirst du so ein kleines bisschen rausgelockt, wo du dir dann an gewissen Stellen denkst, oh, ja, aber das, wie willst du jetzt von dem auf den anderen Punkt kommen, dass das wieder stimmig ist, ne? Dass die Geschichte nicht irgendwie so aus die Fugen gerät und du dir denkst, ach ja, aber das passt doch jetzt irgendwie nicht. Und die Laura, die schafft es dann immer irgendwie, dass sie einen dann so lockt, ne? Und dann mit so ein paar ganz eleganten Sätzen einfach wieder das alles so schön zusammenfügt, dass da doch wieder eigentlich alles wunderbar stimmt. Die Story ist faszinierend. Also ich selten irgendwie, dass ich so stimmige Story gelesen habe. Vor allem, wenn noch so viele irgendwie wichtige Technikdetails durch die Fähigkeiten von Sophie. Da merkt man schon, da ist schon auch, dass das alles passt. Ne? Ist schon richtig cool. Ja, und ich habe aber zu Laura Newman schon neulich gesagt, ich bin und ich will
gerade bei ihr, weil ich ich bin eine Nachtsonne-Fan. Und ich will trotz allem gerade bei ihr kritisch und ganz ehrlich sein. Und auch gar nichts und null beschönigen. Und daher will ich einen Punkt, und verdammt, ich bin halt echt nur an diesem Punkt irgendwie ein bisschen gescheitert und der ist mir ein bisschen aufgestoßen. Ich weiß, dass das manch andere recht toll fanden und ich kann ja auch nichts dafür. Ich finde, das, was geschrieben wurde, finde ich Hammer. Ja, genial. Also wirklich, das ist stimmig und das ist sprachlich und von der ganzen Story gigantisch. Ich hätte es nur in eine andere Form gebracht. Ich kann jetzt, stellt euch vor, ab einem gewissen Punkt wird eine bestimmte Szene von allen drei Protagonisten, also von Sophie, von Sean und von Lamar, im Prinzip erzählt. Ja? Hintereinander, also du erlebst im Prinzip dreimal hintereinander dieselbe Szene. Und das ist, ich bin mir da schon im Klaren, dass das wahnsinnig schwer zu schreiben ist. Und obwohl das echt schwer zu schreiben ist, ist die Szene an sich, jede für sich, ist echt genial. Aber irgendwie ist es, wisst ihr, wenn du die Szene so mit mehr filmisch gedacht, mit kürzeren Cuts zwischen die einzelnen Charaktere, also wenn du ganz kurz von Sophie zu Sean und zu Lamar und wieder zurück und so, nee, also so mehr oder weniger eben wie sagt man da, in einer Art zusammenhängenden Zeitachse das geschrieben hättest. Das hätte ich jetzt persönlich einfach flüssiger gefunden, weil du hast dich dann hinterher, boah, verdammt jetzt, das habe ich doch schon gelesen, ich weiß doch, was passiert. Und das reißt dich ein kleines bisschen aus der Story raus. Und ja, das ist das Quäntchen, was ich ein bisschen schade finde. Das ist vorher genial, der Wechsel zwischen den Charakteren. Das stört mich gar nicht, weil ich finde es im Gegenteil, ich finde es sogar sehr, sehr geil, dass du einmal eben aus der Sicht von Lamar, einmal aus der Sicht von Sophie, einmal aus der Sicht von Sean das alles beleuchtet bekommst. Und da stört es auch überhaupt nicht den Fluss. Ne? Nur eben an der Stelle, an der du da im Prinzip dreimal die Story erlebst und hörst, was das ja, oder liest, was das ja, was passiert, und du es ja eigentlich schon weißt, das reißt dich ein bisschen raus. Mein Resümee, ihr wisst ja, ich vergebe Punkte und keine Sternchen mehr. Bei mir gibt es 15 Punkte maximal und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ohne das gerade Gesagte wären das 15 Punkte gewesen. Ja. Und so sind es 14,5. Ne? Ich fand es schade, dass ich den halben Punkt nicht mehr geben darf. Und ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden, Laura. Es sind deswegen nur 14,5. Aber
da draußen, an jeden. Ich fand das Buch so geil. Ich habe das, ja, deswegen kommt die Rezension auch ein kleines bisschen später eigentlich. Ich habe das nämlich zweimal hintereinander lesen müssen. Und ja, das ist mir seit der Edelstein-Trilogie von, ja, es ist halt das nicht mehr vorkommen. Ne? Ich habe damals die Edelstein-Trilogie, okay, die habe ich dreimal hintereinander gelesen. Aber zweimal hintereinander ist ja auch was. In diesem Sinne, 14,5 Punkte, ein geniales Buch und ich habe gerade ja Lauras Hangout, der jetzt Sonntag, den 19.07. um 15 Uhr stattgefunden hat, den habe ich gerade gesehen und jetzt kurz drauf sitze ich hier und drehe das Video. Tja, also ich persönlich, ja, ich finde es tatsächlich so, dass es gibt einfach manche Stories und die Mimi, hallo Mimi, ich weiß schon, was du meinst mit ab und zu wäre mal ein Einzelband auch okay. Aber das ist so ein Punkt. So ein Einzelband, wenn die Geschichte toll war und Ding, aber mich das nicht so interessiert, was noch passieren soll, was noch passieren könnte, dann bin ich völlig zufrieden mit dem Einzelband. Absolut. Hier aber bei Coherent, wisst ihr, und das an Laura, die Story hat einfach verdient, noch weiter erzählt zu werden. Da gibt es nämlich noch so viel, was noch passieren kann und soll oder darf, und ich das wissen will, was da noch so passieren könnte. Und so, ne? Ich denke, die Geschichte hat es einfach verdient, ja, noch weiter erzählt zu werden. Wann du das mal machst, ist ja dir überlassen. Aber ich finde, ja, in diesem Sinne, ich hoffe jedenfalls auf den zweiten Teil und ihr solltet euch ja jetzt mal den ersten Teil reinziehen. Kann ich euch absolut empfehlen. Ja, in diesem Sinne, lest mal Coherent. Ciao.